Arschkrampenzeit. Auf was soll dieser bekloppte Titel? Richtig. Ja, Arschkrampen. Es war so, dass Ende der 80er Jahre gab es eine sehr berühmte, wenn nicht gar berüchtigte Hämorrhoidialsalbe. Die hieß Arschkrampen und auf dem Cover, früher sagte man noch Titelbild, war so ein nackter Hintern und in der Vertikale war ein Stacheldraht in die Kimme eingelassen. Ah. Komischerweise sollte das verkaufsfördernd werden. Ja. Ich weiß nicht wieso. Das Zeug hieß Arschkrampen. Ah, also so eine Art Kimmenklerasil. Kann man so sagen, ja. Ja. Das ist, also Arschkrampen also kommt von Hämorrhoiden her. Das heißt, wir hätten die Serie auch die Klabusterbären nennen können. Auch. Hätten wir machen können, aber wir wollten keine Fäkalsprache. Das ist richtig. Wir wollten medizinisch bleiben. Ja. So und so kamen wir zum Fachausdruck Arschkrampen und Kurt und Gürgen sind die Hauptfiguren, aber es gab natürlich noch mehr Figuren, die hier ganz wichtig waren in diesem kleinen Universum, das sich da langsam entwickelte. Unbedingt zu nennen natürlich der Endgegner, wie man heute sagen würde, von Kurt Krampmeier, die Nemesis, der Antagonist, nämlich Albert Brettermeier, die Potsau mit der gelben Hose. Hei. Gefährlich, gefährlich. Und auch da fragten sich natürlich viele Leute, woher kommt der Name Brettermeier? Was soll das denn? Ja, das ist natürlich auch relativ einfach zu erklären. Ich bin aufgewachsen in einer Gegend, die nach dem 30-jährigen Krieg ausgelost wurde. Die Gemeinde, ob sie katholisch oder evangelisch ist oder bleibt. Ja? Immer alternierend, eine katholisch, evangelisch, wieder katholisch, damit die Feindschaft zwischen den Dörfern nach dem 30-jährigen Krieg nicht so komplett aufhört, sondern weiter bestehen bleibt. Und am Eingang der katholischen Gemeinde stand immer ein Kruzifix an den Schweineweiden. Und das wurde von den Lutheranern Brettermeier genannt. Da steht er wieder. Ja. Lattenjupp oder Brettermeier. Also Jesus. Ja. Und das ist aber nicht die einzige Figur. Dann kommt natürlich noch dazu Gertrud, quasi die Mutter Gottes hier. So ist es. In diesem. Und wenn man das dann zusammenfügt und das dann sieht, wie Kurt ja auch durch die Welt reist, ja, mit seinem Prängel unterm Arm, quasi Excalibur, den er aus der Autobahn rausgezogen hat, gefolgt von seinem Atlatus Gürgen. Also das ist ein unfassbares, riesiges Universum, wo die ganze Wesley-Mythologie eigentlich drin ist. Ich denke, da werden noch jahrzehntelang die Professoren der Arschkrampistik Das wird ein eigener Studiengang. Das mal irgendwie raus haben. Ja, unglaublich. Es gibt in Deutschland 63.000 Studiengänge, habe ich neulich gelesen. Warum es da noch keine Arschkrampenkunde geht, ist mir ein Rätsel. Ja. Ich glaube, Göttingen könnte der erste Ort werden. Ja. Wo das ein Gertrud-Flügel eingebaut mich, wird. Würde ja. mich echt an der Georgia Gertrudis, würde es dann heißen. Ja. Ja, und jetzt fragen sich, jetzt haben wir ungefähr erklärt, welche Figuren da eine Rolle spielen. Jetzt fragen sich natürlich auch immer viele Leute, wie entsteht so eine Serie? Also heutzutage wäre es wahrscheinlich so, man würde im Sender Bescheid geben, sagen, wir würden gerne mal eine Serienidee vorstellen. Dann heißt es, okay, nach 7 Monaten hätte man vielleicht einen Termin, dann kommt die Programmdirektion und Marketing und wer alles sonst noch gebraucht wird. Man macht eine PowerPoint-Präsentation und erklärt so, ja gut, wir hätten hier eine Idee für eine Serie. Die handelt von einem Typen, der säuft immer 18 Bier mit Tzatziki, ist total Alkoholiker, pisst und kackt überall hin, göbelt mal so in die Gegend. Der hat einen Freund, der trinkt Alster mit Erdbeerjoghurt und liest gerne in der Modellbahner Zeitschrift. Das ist so ungefähr alles, was wir bisher haben. Haben gedacht, die Serie können wir vielleicht so 25, 30 Jahre mindestens irgendwie machen. Was halten Sie davon? Dann würde der Programmdirektor sagen, hervorragende Idee, großartig, legen Sie los. Vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir. Könnte mir vorstellen, dass das die Leute interessiert. Wie wäre es denn vielleicht, wenn der kleinere von beiden eine gewisse Affinität zu Sex mit Ferkeln hätte? Oh, sag mal, Herr Programmdirektor, welch brillante Idee. Wie kommen Sie darauf? Natürlich, wir werden versuchen, das einflechten zu können. Nein. So würde natürlich nicht eine einzige Folge entstehen. Nichts. Damals allerdings war das anders, denn da hat das in Wirklichkeit im Sender keine Sau interessiert, was wir da machen. Das nicht? War auch noch eine andere Zeit. Es gab keine Mediatheken, es gab kein YouTube. Das heißt, alles, was produziert wurde, wurde sogenannte weggesendet. Ja. Dann war es aus der Welt. Ja, einmal gesendet, kein Mensch krähte mehr danach. Ja, ist großartig, wenn es keine Mediathek gibt, woraus man irgendwas weglöschen muss dann später. Ja. Das war eine sehr freie Zeit für uns und so durften wir da einfach mal machen, was wir wollten und keiner fragte danach und wir erst recht nicht. Und dann war natürlich aber das andere Problem, woher holt man die Ideen für so eine Geschichte? Das Blöde war, es gab ja noch kein Internet, sondern das Internet der späten 80er Jahre hieß Realität. Ja.
Eine äußerst langweilige Anstellung. Man konnte über die Scheiben wischen wie bekloppt. Es änderte sich nichts. Es war immer noch die gleiche Scheiße dahinter. Und diese Realität musste man gnadenlos ausbeuten, weil es passierte so wenig, dass man fast jedes Alltagserlebnis in ein in irgendwas verwandelt. Ja, eine Szene, ein Hörspiel, irgendwas musste. Und das war ja auch bei dir so. Also die Grundidee für die Arschkram kam eigentlich aus einer Erfahrung, die du während deiner Studienzeit gemacht hast. So ist es. Ich habe damals in der Glitzermetropole Bielefeld studiert. Oh! Ja, ja. Da geht immer so ein neidisches Raunen durch den Saal. Ja. Oh, Bielefeld. Ah. Die ostwestfälische Ivy League, das H-Wort an der Teutoburger. Ja, ist es auch egal. Ich habe da in Bielefeld studiert. Ein Studium war damals ja noch was völlig anderes. Also wenn man tatsächlich schaffte, vor 12 aufzuwachen, dann war der Tag meistens schon auch erledigt. Man hatte schon genug erreicht und ab 13 Uhr machte man sich Gedanken über die alkoholgestützte Abendveranstaltung. Und wie wir alle wissen und wie Leute, die sowas auch häufiger machen, weiß man, die beste Kneipe ist immer die nächstliegende. Denn man muss ja auch an den Rückweg denken. Bei mir war es das Feuchte Eck. Ein vielversprechender Name. Sicher. Vielversprechend zugleich irreführend. Denn es hat bei mir 2 Semester gedauert, bis ich begriffen habe, es handelt sich nicht um einen Puff. Ja. Und erst im 3. Semester habe ich ein Herz gefasst und bin hineingegangen. Mittlerweile hieß es das Feuchte Eck bei Costa, weil Ende der 80er Jahre, Ende 70er war schon, haben die Griechen ja komplett alle Gaststätten übernommen. Warum, weiß ich auch nicht, aber alles war plötzlich griechische Gaststätten. Peking, Restaurant, alles Akropolis. Ja. Nee? Also heute sind die Griechen sind ja, glaube ich, Albaner im Wesentlichen und die Italiener sind Griechen. Also die italienischen Restaurants werden von Griechen. Also früher war das noch ganz einfach. Ein Grieche war tatsächlich ein Grieche. Und das war jetzt also das Feuchte Eck bei Costa. Aber die Stammbelegschaft ließ sich davon nicht irritieren, ist da nicht weiter reingegangen, nicht um Gyros zu verputzen, sondern einfach zum Saufen. Und so führte auch mein Weg dorthin und an der Theke sah ich 2 üble Gestalten sitzen, die merkten, dass der Pächter nicht mehr der Alte war und wollten den Neuen, den Griechen, jetzt foppen und bestellten für mich ein Bier mit Tzatziki. Super Scherz. Costa war aber cool, ging in seine Kombüse und schüttete den gelben Elefantenspermium in das Glas rein. Stellt es dem Burschen hin und nun war es an ihm jetzt cool zu sein und das auszutrinken. Und um noch cooler zu wirken, bestellte er den ganzen Abend immer, oh, das ist ja lecker, noch ein Bier mit Tzatziki. Und sein Nebenmann wollte eben noch eins drüber setzen und sagte, für mich ein Bier mit Krautsalat. Ja. Auch das wurde ihm serviert und ich guckte mir das den ganzen Abend an und ich dachte, Mann, sind die 3 Schweine cool. Ja. Dagegen ist Dirty Harry also ein Ponyhof-Film. Ja. Das ist... Hat mich schwer beeindruckt, ich habe sofort Olli erzählt. Ja, und das haben wir dann natürlich auch erstmal ausprobiert, das war ja auch ganz wichtig. Also wir haben erstmal geguckt, wie schmeckt das und ich muss sagen, also Bier mit Tzatziki, das geht. Ja, ne? Ja. Das durchaus macht. Also weil das hat so ein bisschen was knoblauchig-salziges, ja. Mhm. So ein bisschen leicht schweißig, so als ob man sich im Sommer, an einem heißen Sommertage, die Bierflasche unter der Achsel aufmacht. Und dann daraus trinkt, also das kennen die meisten auf jeden Fall. Aber Bier mit Krautsalat. Nein, das ist so, als wenn eine Katze in die Matratze gepisst hat. Also ja. Das nicht geht nachmachen, nicht versuchen. Und deswegen haben wir dann gesagt, dann lieber machen wir was vielleicht auch die weibliche Bevölkerung ein bisschen mehr anspricht, so Alster mit Erdbeerjoghurt, ja. Und das ist erfrischend, das ist schön, das schmeckt. Und wir haben da gemerkt, dann jetzt aber erst viel später, wir haben eigentlich das erste Kraftbier entwickelt. Stimmt, ja. Ja. Vorreiter, 20 ja. Jahre zu früh, doch heute ist es bisher immer noch nicht aufgenommen worden. Warum nicht? Jever Greek oder Beck's Jogurette. Das wäre doch, das liegt doch auf der Hand eigentlich. Ja. Aber naja gut, na, vielleicht eines Tages. Ne? So, und also aus dieser Idee eigentlich entstand dann irgendwann die allererste Arschkrampenfolge. Mhm. Und die führen wir jetzt mal vor. Genau. Gehen wir mal zurück in der Zeit zur allerersten Folge. Ja. Der Ivan, ne? Ja. Der Ivan.
Der ist nicht ohne. Nee, das ist ja selbstverständlich nicht gut, ne? Aber da wäre er ja auch ganz schön blöde, was? Hä? Ja. Der Tommy, ne? Das ist eine feige Sau. Also nicht so schlimm wie der Franzmann. Nee, das stimmt, ja. Aber der, ja, der Ivan, sag ich dir, das ist nicht ohne, du. Nee. Da werden sich die Schlitzaugen aber auch noch umgucken, Kurt. Worauf du einen lassen kannst, Ferkelwemser. Ja, der Ivan, nicht schlecht, der Specht. aber den Ami, Kurt, ne? Den kannst du auch vergessen. Hab ich schon längst. Bin ich bescheuert, blöde Sau. Vergiss sie. Aber eins kann ich dir verraten, Gürgen. Du meinst den Ivan, Kurt? Genau. Ja. Den meine ich. Ja. Der Ivan. Mhm. Ja, das ist ein schlauer Hund, ne? Man könnte fast sagen, der ist nicht ohne. Ja. Ich meine, das kratzt ihn doch gar nicht, so ein Ivan. Ein Kratzer soll es nicht. Oder was meinst du, Gürgen? Was? Nein, kann ich mir auch nicht beim besten Willen nicht vorstellen, dass den das irgendwie kratzt, nicht? Sonst wäre er ja kein Ivan. Mhm, ja. So sieht das aus. Ja. Mhm. Ja, so sieht das aus, ne? Mhm. Im Grunde genommen ist da von vornherein was schiefgelaufen. Beim Ivan, Kurt? Quatsch, Katzenscheiße. Gestern in der Firma, da sind wir in 32er und die Gräste, die haben wir und Bretter mal schon gemacht hat, der blöde Hund, ne? Aber selber eine große gelbe Hose an die Potsau, du. Ich sag dir, wenn der Ivan einmarschiert, solche Hunde wie Brettermeier, dann wird aber die Gurke, zack, ne? Oder sag mal, in der Garagentür aufgerissen und die Badezimmerarmatur in den Arsch reingeschoben. Und dann eine Klemme an Wurm, LKW-Batterie, brrrt, da geht's aber ab, eine blöde Potsau. Meinst du denn, Kurt, wirklich, dass der Ivan hier bald einmarschiert? Quatsch! Aber wohl, der Ivan, der ist nicht ohne. Ja, das stimmt, Kurt, das stimmt, ja. Das war die erste Folge. Ja, so fing das an. Und als wir sie aufgenommen haben, da stand die ganze Belegschaft, Programmdirektor, Geschäftsführer, alle standen applaudierend an der Produktion. Begeisterung im ganzen Haus. Die Programmdirektion kam auf uns und sagte, fantastisch, intellektuelles Kabarett, genau vom Feinsten. Davon brauchen wir mehr. Aber wir waren Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Ja, weil wir hatten mit dieser Nummer ja quasi alles gesagt. Die Serie war auserzählt nach einer Folge.